Hallo, weiter geht's mit unserem Lieblingsengel, dem Herrn Taluriel, dem die Flügel abgefallen sind. Ja, wir sind hier in einem Schwertraum. Gucken wir uns das doch mal an. Heilige Mutter Gottes, das ist meine Statue. Ist das nicht Michael, der alte Angeber? Passt jedenfalls zum Orden. Der Erzengel Michael, Bezwinger des Teufels, Wächter des Garten Eden, Begleiter der Toten, Seelenweger am jüngsten Gericht und Anführer der himmlischen Heerscharen und der Träger des flammenden Schwertes. Naja, das hat er wohl tatsächlich irgendwo liegen lassen, so wie es aussieht. Der hat ja ganz schön viel zu tun, der Michael. Achso, da geht's wieder zurück. Okay, was haben wir hier? Scheint eine Art Kristall oder Prisma zu sein. Sieht so aus, als würde er Licht so bündeln, dass ein Lichtstrahl auf das Schwert fällt. Das Schwert des Michael. Das perfekte Werkzeug für den Exorzismus. Aber wie komme ich da jetzt am besten dran? Moment. So. Ja. Bisschen groß, hm? Au! Okay. So einfach kann ich das nicht wegnehmen. Der Michael mag das wohl nicht so gerne. Ja, müssen wir hier das Licht irgendwie vielleicht ausmachen? Scheint eine Art Kristall oder Prisma zu sein. Sieht so aus, als würde er Licht so bündeln, dass ein Lichtstrahl auf das Schwert fällt. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Hast du irgendwas zu sagen? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Du musst einen Exorzismus an Greta durchführen, echt jetzt? Bevor du die Erde verlassen kannst. Dafür musst du einen Ritualablaufplan entwickeln und zu Bartholomäus bringen und alle benötigten Komponenten auftreiben. Ja, ich weiß. Super. Das war jetzt die Hilfe. Jetzt weiß ich's. Genau das war's. Irgendwas hier. Kannst du vielleicht da irgendwas machen? Kannst du das Schwert nehmen? Das wollte ich jetzt nicht. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Da kann ich mit Anselm nichts erreichen. Da komme ich nicht dran. Dieses Bing heißt immer, dass man irgendwas machen kann, ne? Müssen wir das... Entweder müssen wir es verstärken oder wir müssen es kleiner machen oder ausmachen. Die Erde reinstopfen. Da komme ich nicht dran. Das Buch. Da komme ich nicht dran. Und ein Strafzettel. Da komme ich nicht dran. Rohr zu stopfen. Da komme ich nicht dran. Mit dem hier? Da komme ich nicht dran. Auch nicht. Mit der Maus. Mit der Maus geht das alles. Da komme ich nicht dran. Steck deinen Popo da rein, Mausi. Dann ein paar da komme ich nicht dran. Auch nicht. Okay, war's das schon? Die Flasche noch. Mit Weihwasser. Da komme ich nicht dran. Nee, okay. Also, die Streichhölzer habe ich gar nicht probiert. Wieso sollte ich das machen? Weiß nicht. Warum nicht? Den, vielleicht damit? Da komme ich nicht dran. Ich glaube, ich habe da ein paar Sachen vergessen. Okay, ich schau mal nochmal runter. Da geht es in den Raum mit dem Mosaik, in dem ich runtergekracht bin. Die Statue eines Ritters. Da können wir auch nichts ausrichten, oder doch? Eine Steinplatte, ähnlich wie auf der anderen Seite. Magst du da nochmal rein? Scheint zu klemmen. Vermutlich wegen der Gegenstände auf der anderen Seite. Stimmt, ging ja nicht mehr. Eine Ritterstatue. Vielleicht ist das einer von den drei Ordensbrüdern, die auf den Ikonenbildern gezeigt werden. Okay, ist auch immer dasselbe. Ja. Die Kurbel, kriegen wir nur die Tür auf. Das Moos können wir auch nicht nehmen. Gucke ich gerade nochmal hoch.
Ein Symbol. Also. Sieht aus wie ein verschnörkeltes Haar. Das sind doch die Symbole, die auf den Ikonenbildern in der Kirche sind. Muss ich jetzt Was hat Bartholomäus nochmal über diese Typen erzählt? Das Z mit dem Schnörkel steht für ja, Barney, das und das. Ob man das wissen wir ja schon. Entschuldigung. Da muss es ja eigentlich oben sein. Die Lösung. Außer wir haben irgendwas noch nicht gefunden, was wir dafür brauchen. Haben wir vielleicht irgendwelche Kieselsteine? Mit denen wir das oben zumachen könnten. Ja, mit dem. Das nächste nur vor. Kann man auch nichts machen, ne? Komischen Zettel. Wenn man hier so einen Zettel so drauf Da komme ich nicht dran. Würde das ja vielleicht gehen, oder? Da einen Strahl zurück. Wieso sollte ich das machen? Ja, wenn du jetzt so den Spiegel hinhältst, dann geht ja der Strahl zurück. Da komme ich nicht dran. Okay, ich gucke nochmal, was haben wir denn? Die Flasche mit dem Weihwasser brauchen wir, die Pamphlets. Den Spiegel, den haben wir schon benutzt. Streichhölzer brauchen wir wahrscheinlich dann auch für den Ritualkreis. Mit der Maus geht's nicht. Schlüssel ist Petrus Mama auch fürs Ritual. Damit haben wir den Geist gesucht. Das Bambusrohr hat man noch gar nicht. Für was könnten wir denn ein Bambusrohr gebrauchen? Das Buch und Anselm. Bambusrohr. Was ist denn mit ihr? Nee. Wieso sollte ich das machen? Weiß nicht. Macht nicht wirklich Sinn, ne? Damit Wieso auch nicht. Sollte ich das machen? Okay. Und Ich reiß mir hier mal was ab. Was? Komme ich jetzt auf die Idee, die Seiten zu futtern? Papierkugeln? Papierschnipsel. Kann ich jetzt Papierkugeln spucken, oder was? Tatsächlich. Okay, oh Gott, wieder zielen. Ha! Ich hab getroffen! Juhu! Jetzt fällt schon ein bisschen weniger Licht durch das Prisma. Okay. Ups, das war zu viel, glaube ich. Ja. Die Hälfte war eigentlich ganz gut. Oh. Auch zu viel? Komm schon. wieder zu viel. Schon wieder. Mist. Bin so konzentriert. Du weißt, wir können das Ganze, wenn dir das lieber ist. Nein, noch nicht. Nächster Treffer. Juhu. Jawohl, getroffen. Jetzt fällt schon nicht mehr viel Licht durch das Prisma. Oh. Wow. Zu viel? Schon wieder zu viel? Zu wenig? Komm schon. Ah, das ist echt schwierig. Wenig, siehst schon.
Sehr gut. Es fällt kein Licht mehr durch das Prisma. Und der Pseudo-Feuereffekt von Michaels Schwert hat sich erledigt. Hier unten ohne Gottes Licht. Wirkt irgendwie kleiner so ohne Feuer. So ist das manchmal. Das ist ja süß. Also in seiner Hand. Für ihn ist es ja schon groß, aber für ihn... Das ist so ein Küchenmesser. Schon gut. Okay, so geht das auch nicht. Okay, gut, dann... Wirkt irgendwie kleiner so ohne Feuer. Können wir das jetzt immer noch nicht nehmen? Was sind jetzt der mit den Schnipseln? Die lassen sich neu zusammenstellen. Jetzt kannst du was richtig Irres zusammenstellen. Okay. Zu Grimassen und Verrenkungen. Erhält eine Verwarnung wegen groben Unfugs, scharfe Maßregelungen nach sich, eine massive Gefährdung der Allgemeinheit, der Delinquent wird im Zuchthaus verurteilt werden, gezeichnet McCallum. Zur Widerhandlung wird zukünftig ein Bußgeld im Sinne der Gemeindeordnung eingeverschuldete Zerstörung. Okay, kann man da noch? Was ist mit dem anderen? Das ist dasselbe. Die lassen sich neu zusammenstellen. Jetzt kannst du was richtig Irres zusammenstellen. Der göttlichen Ordnung sei kundgetan. Ordnung in der Kirche. Verfüge ich, dass spielende Kinder umgehend aufgegriffen und im Dienste der Leibhaftigen, Leib und Leben, verfüge ich, dass niemand diese Mühle in die Kammern der Heiligen Inquisition geworfen werden, damit sie dort ihre gerechte Strafe erteilt. Jede Todessünde muss Vergangenheit zu wiederholten Störungen der Heiligen belohnt werden. Gezeichnet Greta, belohnt werden ist auch gut. Okay. Leib und Leben verfüge ich. Nee. Im Dienste des Leibhaftigen. Fangen wir damit an. Verfüge ich, dass spielende Kinder umgehend aufgegriffen werden und in die Kammern der Heiligen Inquisition geworfen werden? Jede Todsünde muss belohnt werden. Das passt auch. So, das neue Dekret besagt jetzt... Im Dienste des Leibhaftigen verfüge ich, dass spielende Kinder umgehend aufgegriffen und in die Kammern der Heiligen Inquisition geworfen werden, damit sie dort ihre gerechte Strafe ereilt. Jede Todsünde muss belohnt werden. Gezeichnet Greta. Okay, das ist wirklich ziemlich irre. So kommt Greta auf jeden Fall noch fanatischer rüber, als sie ohnehin schon ist. Okay. Müssen wir das andere dann auch noch machen? Ja, wahrscheinlich. Die lassen sich neu zusammenstellen. Jetzt kannst du was richtig Irres zusammenstellen. Okay. Das wird wahrscheinlich der Schluss sein. McCallum. Er hält eine Verwarnung in groben Unfug, die Gefährdung der Allgemeine. Also entweder das hier oder das hier am Anfang. Zur Wiederhandlung wird künftig ein Bußgeld. Im Sinne der Gemeindeordnung sind Mülltonnen eine massive Gefährdung der Allgemeinheit. Der Delinquent wird im Zuchthaus verurteilt werden. Ich probiere es mal. Mülltonnen, eine massive Gefährdung der Allgemeinheit. Wie viel brauchen wir denn immer? 4, oder? Der Delinquent wird... Das ist zu wenig, nee. Wird. Vielleicht das hier? So, der neue Strafzettel besagt jetzt: Im Sinne der Gemeindeordnung sind Mülltonnen eine massive Gefährdung der Allgemeinheit. Der Delinquent wird zu Grimassen und Verrenkungen im Zuchthaus verurteilt werden. Gezeichnet McCallum. Okay, das ist wirklich ziemlich irre. So kommt McCallum wirklich ziemlich verrückt rüber. Ich weiß es zwar nicht, was das für einen Sinn macht. Und das Schwert können wir immer noch nicht nehmen. Achso, haben wir da schon.
Schon gut. Okay, so geht das auch nicht. Du auch nicht? Das hat nicht die Form eines Schwerts. Das funktioniert nicht. Oh, wir müssen ein Schwert einsetzen. Okay. Das hat nicht die Form eines... Die Maus? Das hat nicht die Form eines Schwerts. Das funktioniert nicht. Wir brauchen also ein Schwert. Oder ein Pseudoschwert. Vielleicht im Antiquitätenladen? Hier liegt nicht zufällig eins rum. So, hier müssen wir... Entschuldigung, hier müssen wir wieder aufpassen. Das heißt, hier runterkommen. Auf mich wurde geschossen! Oh nein! Da ist wohl jemand ziemlich verschossen. Hier oder hier? Juhu! Ja, ich guck mal, was wir draußen noch machen können. Da. Ich finde manchmal den Ausgang nicht. Hallo, hast du ein Schwert für mich? Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Talorel. Ich habe ein Ritual. Was sind das für Quund? Was könnte dann die Befehlung sein? Okay. Ich geh dann mal. Bliblablub. Wo kann ich denn die Sachen aushängen? Hier kann ich die nicht geben. Das klappt so nicht. Okay. Können wir denn ins Gefängnis gucken? Ich wollte ja eigentlich gar nicht dahin drin. Mich holt es gerade am Fuß. Ich wollte eigentlich erstmal dahin drin gucken. Juhu, wir können rein. Du schon wieder! Dass du es wagst, hier aufzukreuzen! Na warte, diesmal entkommst du mir nicht! Moment! Ich habe hier... Nichts, Moment mal! Jetzt habe ich endgültig die Faxen dicke mit dir! Und diesmal nehme ich dir alle deine Sachen ab! Na toll! Du dachtest wohl, du entkommst mir! Das kannst aber auch nur du denken! Dann schauen wir doch mal, was du diesmal so an lebensgefährlichen Sachen einstecken hast, die ich lieber konfiszieren sollte. Meine Güte, was du für einen Krempel dabei hast. Streichhölzer. Ein Amulett aus Weidenzweigen. Und was ist das denn bitte für ein Gerät? Und wieso ist da ein Aufkleber dran, auf dem steht, nicht die Ströme kreuzen? Das würden sie mir ja doch nicht glauben. Und eine Maus? Wieso zur heiligen Inquisition der Mutterkirche hast du eine fette Maus in der Tasche? Hey, die ist nicht fett. Nur ein klein wenig korpulent. Und was ist das hier? Ein Pamphlet von Greta? Das hast du doch wohl nicht einfach so irgendwo abgenommen. Deswegen bin ich ja hier. Greta ist verrückt geworden. Sie ist besessen. Was? Wie kannst du es wagen, so etwas zu behaupten? Gerade Greta, die frommste von den Frommen, besessen? Lies es doch einfach, dann siehst du ja selber, was sie da von sich gibt. Im Dienste des Leibhaftigen verfüge ich, dass spielende Kinder umgehend aufgegriffen und in die Kammern der Heiligen Inquisition geworfen werden, damit sie dort ihre gerechte Strafe ereilt. Jede Todsünde muss belohnt werden, gezeichnet Greta. Ziemlich irre, oder? Was? Nein. Ich meine, vielleicht ein bisschen. Aber Greta hat nur gute Absichten. Das haben sie alle. Sicher. Aber das kümmert den Dämon nicht. Den was?
Sie wurde besessen. Von einem Dämon, beziehungsweise von einem Engel, aber einem Gefallenen, was technisch gesehen ein Unterschied ist, faktisch aber aufs Gleiche rausläuft. Jedenfalls, deswegen müssen wir einen Exorzismus durchführen. Was? Der Dämon wird immer mehr Besitz von ihr ergreifen. Aber wir werden ihn austreiben. Ich habe auch schon einen Plan. Dazu müssen wir sie nur irgendwie zum alten Steinkreis bringen und dafür brauche ich deine Hilfe. Du musst Greta in den Steinkreis vor der alten Mühle bringen. Okay, okay. Ich schätze, unter diesen Bedingungen kann ich das schon machen. Sie hat sich aber in ihrem Büro eingeschlossen. Du musst sie irgendwie aus ihrem Büro locken, dann kann ich sie zu dem Hünengrab bringen. Sehr gut. Nur eins noch. Was? Die Zelle. Ja, Moment. Und meine Sachen. Ach ja, hier. Dann finde mal raus, wie du Greta aus dem Büro gelockt bekommst. Okay. Ich gucke erst mal schnell in den Laden. Das war der hier. Ein mächtiges Schwert. Steht Replika drauf. Können wir nicht mitnehmen? Das ist ja doof. Die sieht ziemlich schwer aus. Ich dachte, wir könnten jetzt das Schwert hier mitnehmen. Bei der Schneiderin? Achso, ja, die sind ja alle in der Kneipe. Vielleicht gucke ich dann doch erstmal noch in die Kneipe. Da bist du hingelaufen. Also, ich war ja dahinter. Bin schon ganz verwirrt. Hier war das, ne? Genau. In dem Pub. Da wird der Typ. Okay, können wir nicht reden. Mit der können wir reden. Mit ihm können wir reden. Und mit der Flasche hier. Hey, Finger weg! Was meinst du, warum da Glas vor ist? Die Flasche ist reserviert. Okay, gut. Weiß ich auch nicht so. Das ist wirklich eklig. Ich weiß nicht so richtig. Kriegen wir jetzt so ein Schwertding her? Vielleicht müssen wir Greta auch den Aushang geben von McCallum. Ich guck mal als nächstes in die Kirche. Mich kitzeln gerade meine Haare. Okay. Gibt's auch nichts Neues? Kommt der eigentlich, wenn ich läute? Lieber nicht. Na gut. 1, 4. Also in die Kirche. Ich mach mal Doppelklick. Ja, ich möchte gerne zu Greta. Gretas Saal. Da gehe ich lieber nicht rein. Kannst auch nicht. Welcher ist das jetzt? Der neu zusammengeklebte Strafzettel. Hier steht jetzt,
Im Sinne der Gemeinde. Genau. Okay, danke. Geht das irgendwie? Gretas Saal. Da. Wieso sollte ich das machen? Keine Ahnung. Hallo, Pater Bartholomäus. Hallo, Taloriel. Gut, das wissen wir über die bekommen. Ich habe einen Ritualplan, ja. Das Vekon. Ich gehe dann mal. Das klappt so nicht. Können wir es vielleicht draußen durch ein Fenster durchwerfen? Da ist auch nichts okay. Vielleicht gehe ich nochmal gerade in den Schwertsaal. Oder Schwertraum, wie er hieß. Das sieht interessant aus. Sieht aus wie eine Art Mechanik, um die heilige Glocke zu läuten. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das noch funktioniert. Sieht aus wie etwas, das Blumfort gebaut hat und das ganz sicher so nicht funktioniert. Eine heilige Glocke. Wenn Greta wirklich besessen ist, dann könnte der Klang der heiligen Glocke sie aus der Kirche treiben. Ein Wunder, dass sie es überhaupt besessen in der Kirche aushält. Das könnte funktionieren. Aber du solltest erst alle Komponenten für das Exorzismusritual zusammen haben, bevor du die Glocke läutest und Greta aus ihrem Saal vertreibst. Okay. Da wartet ein interessantes Rätsel auf uns. Boah, die hat es uns gerade voll gegeben. So eine blöde Eule. Das war echt ein bisschen zu hart, was die gesagt hat. Nicht jugendfrei. Spitz wie ein Haken. Da komme ich nicht dran. Noch so eine seltsame Kreatur aus Stein. Dieser steht allerdings ziemlich fest. Spitz wie ein Haken. Okay. Oder spitz wie Nachbars Lumpi. Wahrscheinlich müssten wir hier dann den Ballon irgendwo einhaken oder so, keine Ahnung. Entschuldigung. Ich bin schon wieder am Gähnen hier. Gut, ja. Ich werde mir mal jetzt noch Gedanken machen, was als nächstes passieren sollte, wie es weitergehen könnte. Und ihr werdet es dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin. Tschüss.